Wer ist nicht schon mal über ein Buch gestolpert, das einen komischen Titel oder ein komisches Cover hatte, wo ihr gedacht habt, entweder das passt überhaupt nicht oder das ist so bescheuert, dass es eigentlich ungewollt komisch ist? Ich stelle euch heute mal ein paar dieser Cover und Titel vor und nach dem Intro geht's los. Ja, ich wollte euch heute eigentlich auch ein total actiongeladenes Video liefern. Aber dann habe ich mir eine fiese Zerrung oder was auch immer das genau ist, an dem linken Bein zugezogen. Und naja, ich kann so viel sagen. Wenn ich das Bein belaste, kann ich die Engel singen hören. Deswegen lasse ich es heute ein bisschen ruhiger angehen und stelle euch halt ein paar Buchcover und Titel vor. Und ich glaube, ihr werdet trotzdem zum Lachen kommen. Ich fange mal direkt an und zwar relativ harmlos mit diesem wunderbaren Buchcover hier. Das ist eigentlich in Kombination sehr witzig, denn es heißt nun mal Lügenbeichte, es ist ein Thriller und es ist vorne ein Cupcake drauf. Was soll uns das sagen? Ich meine. Ein Cupcake! Babyblau! Das ist niedlich, das ist lecker, das ist süß. Was genau hat das mit Lügen und Beichten und einem Thriller zu tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt da als erstes der Skandal über die Pferdefleischlasagne, den Gammelfleischdöner ein und als nächstes die Holzspäne-Cupcakes. Ich möchte unerkannt bleiben, aber ich habe eine Lüge zu beichten, unsere Cupcakes. Sind keine gewöhnlichen Cupcakes. Wir haben eine spezielle Sonderzutat. Es handelt sich um Holzspäne. Naja, oder so ähnlich. Gehen wir schnell weiter zum nächsten Buch. Das nächste wäre nämlich, das wurde mir auch von euch ein paar Mal genannt, weil ich hatte ja bei Twitter gefragt, plötzlich Fee. Das ist dieses Buch. Im Original heißt das Ganze The Iron King. Also eigentlich würde man es wortwörtlich übersetzen, der eiserne König. Wie kann aus einem so düsteren Buchtitel plötzlich Fee werden? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da ganz gruselige Bilder von Mädchen mit langen blonden Haaren und pinken Walleröckchen, die fröhlich über eine Wiese hüpfen im Kopf. Und das passt, weil ich habe es zufällig gelesen, überhaupt nicht zum Buch. Also keine Ahnung, was sich die, naja, zuständigen Personen dabei gedacht haben, aber meiner Meinung nach, schreckt vom Kauf ab. Plötzlich Fee. Ich glaube, das ist selbst mir zu blöd, das eben nachzustellen. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight und zwar Du oder die große Liebe von Simone Elkes. Das ist, glaube ich, eine Buchreihe über drei Brüder oder sowas, ich weiß es nicht genau. Und jeder verliebt sich irgendwie in einem der Bände. Und um diese Liebesgeschichte geht es halt. Die Bücher sollen übrigens sehr gut sein. Also alles, was ich hier sage, ist nie gegen die Bücher selber. Ich habe bei den meisten keine Ahnung, worum es da überhaupt geht. Ich besitze sie nicht. Es geht ja eben nur um Cover und Titel jetzt. Und ja, guckt euch das Cover genau an. Da sind zwei Menschen. Unter der Dusche. In Anziehsachen. Nein, das ist vollkommen normal. Yeah. Ganz genau. Und das Schöne ist, wenn man sich auch noch das englische Cover dazu anguckt, also das Originalcover, dann ist der Mann ja wenigstens noch oberkörperfrei, aber bei der deutschen Ausgabe hat er plötzlich auch noch ein Shirt an. Also ein wie heißen diese Dinger? Achselhemdchen. So ein sexy Bauarbeiter-Shirt. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, haben die das dazu geshoppt oder haben sie es bei der Originalausgabe weggefotoshoppt? Man weiß es nicht. Allerdings, wenn ich mir das Cover genau angucke, finde ich, sieht es ein bisschen so aus, als wäre das Hemd nachträglich da drauf gefotoshoppt worden. Und warum tut man sowas? Ich meine, okay, dass zwei Menschen unter der Dusche stehen und sich küssen, das soll ja irgendwie so eine gewisse Erotik rüberbringen. Aber warum haben sie Anziehsachen an? Und warum hat man besonders in der deutschen Ausgabe auch noch darauf bestanden, dass der Typ noch sein Hemdchen trägt? Es ist. Fällt mir nichts mehr zu ein. Ich meine,
Mit Anziehsachen unter der Dusche, das ist das. Nein, das ist vollkommen normal. Weiter geht es mit Ich gegen dich von Jenny Downham. Das Buch habe ich auch noch nicht gelesen, steht aber auf meiner Wunschliste, weil ich schon ein anderes Buch von der Autorin gelesen habe und es richtig gut fand. Ja, guckt euch das Cover an. Ich weiß nicht, mir fehlen da irgendwie die Worte. Also, das ist ein Butterbrot. Was soll man das denn sagen? Also, wenn ich das Buch in einer Buchhandlung so sehen würde, dann würde ich sagen, Butterbrot, ich gegen dich. Geht's um Essensschlachten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Also, da fällt mir nicht mal eine blöde Assoziation zu ein. Das ist einfach so, man sieht es und sofort Leere im Kopf. Was soll einem dieses Cover sagen? Ich glaube, mittlerweile hat das Buch ein neues Cover bekommen. Da hat der Verlag sich wohl selber gedacht, okay, das kommt nicht ganz so gut an. Aber diese Ausgabe ist natürlich noch erhältlich und es ist irgendwie zum Brüllen. Und als letztes hätten wir noch dieses hübsche Buch und der Himmel ist rot. Das ist okay, das ist, ist halt ein Titel, der mir jetzt auch so spontan nichts sagt, außer dass der Himmel rot ist. Blut vielleicht oder ganz romantisch, die Sonne geht unter, ich weiß es nicht. Aber warum sieht man dann vorne drauf einen komischen, nassen Typen schon wieder in Anziehsachen? Was hat das mit einem roten Himmel zu tun? Das macht mich wahnsinnig. Ich glaube, Das ist eben einfach das neue Cool. Okay, das erklärt natürlich einiges. Vielleicht drehe ich meine Videos jetzt immer so, weil das ist ja scheinbar jetzt in. Ja. Ich weiß nicht, fallen euch denn noch blöde Buchcover und oder Titel ein? Die könnt ihr mir gerne hier unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes, sonniges Wochenende. Für alle, die mit dem Hochwasser zu kämpfen haben. Ich hoffe, es geht demnächst und vor allem schnell und gut wieder bergauf für euch. Und ihr könnt trotzdem das Wochenende irgendwie noch genießen. Wir sehen uns auf jeden Fall am nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin, habt eine schöne Woche. Tschüss! Das ist vollkommen normal. Ich mache das immer. Das war ja so ein Fail.